Hallo und herzlich willkommen in Yof the Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video zeige ich euch die uruguayische Unsterbliche. Eine tolle Partie aus dem Jahr 1943, gespielt zwischen B. Molinari und Luis Lisandro Ru Cabral. Ru Cabral, war ein Meisterspieler, der auch die Landesmeisterschaft zweimal gewonnen hat, 1948 und 1970, während ich über B. Molinari keine Informationen im Netz finden konnte. Ein Dank für den Hinweis auf diese Partie geht an Manfred Herbold, a.k.a. der Schachtherapeut. Danke dir, mein Lieber, für den Hinweis. Und zwar hatte ich ja in meinem letzten Video zu einer unsterblichen Partie, nämlich die ukrainische Unsterbliche, auch die Zuschauer gebeten, mir Hinweise zu schicken. Und zu Partien, die ich noch nicht analysiert habe auf diesem Kanal. Und das war ein Hinweis und die Partie ist wirklich sehr schön und habe ich direkt aufgegriffen. Werde ich auch in Zukunft bei anderen Hinweisen machen. So, gehen wir rein hier in dieses Schmuckstück. Weiß beginnt mit D4. Springer F6, Springer F3, D5, C4. Damengambit, C6. Springer C3. Jetzt spielt Schwarz hier Springer BD7. Springer BD7 finde ich hier, also wahrscheinlich ist das ungenau. Wenn man halbslawisch spielt, das nennt sich ja halbslawische Verteidigung, dann spielt man das hier mit E6 zuerst. Der Grund ist, wenn Weiß auf D5 tauscht, dann nimmt man mit dem E-Bauern raus. Das ist hier die Abtauschvariante des Damengambits im Prinzip. Springer BD7 ist ein bisschen ungenau nach heutigen Maßstäben, denke ich. Weil Weiß, ich vermute mal nach C schlicht D5, in eine bessere Version der Abtauschvariante des slawischen Damengambits überleiten kann. Hört sich ein bisschen alles kompliziert an. Einfach erklärt, in dieser Stellung hier nach Läufer F4 gehört dieser Springer hier, der jetzt auf D7 steht, eher auf C6. Weil der Läufer auf C8 ist jetzt eingesperrt auch. Springer BD7, gut. Weiß spielt E3. Lässt sich die Möglichkeit entgehen, hier einen schönen kleinen Eröffnungsvorteil zu erlangen. E6. So, jetzt haben wir die normale Stellung der halbslawischen Verteidigung. Nochmal. Normalerweise spielt man hier E6. Wenn dann E3 kommt, einer von zwei Hauptzügen, dann kommt Springer BD7 hier. Und der Läufer hier auf C8, der wird immer über B6 entwickelt in der halbslawischen Verteidigung. Also in den meisten Fällen. So, Springer BD7. E3, E6. Hier gibt es zwei Hauptzüge, Dame C2 oder Läufer D3. Zu Dame C2 habe ich euch auf diesem Kanal eine Partie analysiert, nämlich Faszination Schach. Großmeister Sebastian Siebrecht greift an. Ist ein bisschen länger her, könnt ihr euch gerne anschauen. Läufer D3 hier in dieser Partie. D schlicht C4. Nutzt jetzt aus, dass der Läufer, das Weiß den Läufer entwickelt hat. Und jetzt schlagen wir auf C4 und Weiß verliert ein Tempo. Er muss natürlich schlagen auf C4 und dadurch den Läufer wieder ziehen. B5. Greift den Läufer an. Läufer D3 zurück. Hier gibt es verschiedene Züge. Läufer B7, A6, Läufer D6. Man kann hier einiges spielen. Das ist eine sehr wichtige Variante in der halbslawischen Verteidigung. Läufer D6 führt zu einer Partie, die ich hier auf dem Kanal analysiert habe, zwischen Levon Aronian und Viswanathan Anand. Weikansee 2013 ist eine, wahrscheinlich auch eine unsterbliche von Anand. Müsst ihr euch anschauen. Aber erst im Anschluss. Hier ging es weiter mit A6. Deckt den Bauern B5 und bereitet C5 vor. Die kritische Variante ist wahrscheinlich sofort E4 im Zentrum, hier die Bauern vorzustoßen. Und nach C5 hat Weiß in der Praxis entweder E5 gespielt oder D5. Beides spielbar. Molinari allerdings spielt hier ganz ruhig Rochade erstmal, entwickelt sich weiter. C5. Das ist hier eine Stellung, die sehr, sehr häufig schon gespielt wurde in der Praxis. Es gibt hier super viele Züge, die Weiß angewandt hat. Einer der kritischen Züge ist A4, womit der Bauer B5 sofort angegriffen wird. Im Prinzip wird Schwarz hier gezwungen zu B4. Springer E4 geht es weiter, Läufer B7, das ist hier eine wichtige Variante.
Weiß spielt in dieser Partie allerdings etwas passiv mit B3, möchte jetzt unbedingt C4 hier verhindern, obwohl das gar nicht so eine Drohung ist. Es geht weiter mit Läufer geht weiter mit Läufer B7. Dame E2. Hier denke ich, ist der logische Zug Läufer D6, um die Rochade vorzubereiten sofort. Aber Schwarz entwickelte stattdessen die Dame nach B6. Turm D1. Läufer E7. A4. Greift jetzt den Bauern B5 an. Naja, Schwarz hat kaum Möglichkeiten. Der Bauer ist dreimal angegriffen. Viermal. Er muss ihn vorziehen. Ne? B4. Was würdet ihr hier spielen mit Weiß? Der beste Zug ist hier A5. Warum? Ganz einfach. Erstmal mit dem Zwischenzug die Dame angreifen. Die Dame muss ziehen. Dame C7. Und jetzt stellen wir den Springer auf A4 auf. Greifen den C5 an. Der Springer steht am Rand nicht toll, nicht perfekt, aber er macht Druck gegen C5 und guckt auch hier nach B6 rein. Die Stellung ist ausgeglichen. Leider, aus weißer Sicht, übersah Molinari diesen Zug A5 oder wollte ihn nicht spielen aus irgendeinem Grund und spielte stattdessen Springer B1. Der Zug gefällt mir nicht ganz so gut, stellt den Springer hier erstmal auf die Grundreihe. Gut, Weiß liebäugelt natürlich mit der Überführung des Springers nach C4. So oder so, A5 fand ich sehr, sehr logisch. Gut, es geht hier weiter mit Turm C8. Das ist auch nicht der beste Zug hier. C schlägt D4 ist sehr stark. Und nach E schlägt D4 Springer D5. Hier ist ein schwaches Feld auf C3. Und der Springer auf B1 deckt gerade das Feld. Er kann aber nicht weg wegen Springer C3. Gabel. Der Springer auf das Feld C3 ist ein großes Problem hier für Weiß. Turm C8 danach von mir aus und den Springer dann da reinpflanzen. Nach CD4 könnte Weiß natürlich mit dem Springer nehmen. Aber auch hier sollte Schwarz einen kleinen Vorteil für sich behaupten können. Gut, Turm C8. Springer BD2. C schlägt D4. Und jetzt kommt der Springer mit Tempo nach C4 rein. Springer C4. Dame A7. Springer schlägt D4. Kurze Rochade. So, Schwarz hat endlich die Entwicklung vervollständigt, im 17. Zug erst den König rochiert und in Sicherheit gebracht. Weiß hat die Entwicklung noch nicht ganz beendet. Der Läufer steht immer noch auf C1. Ich weiß nicht, warum er vor Läufer B2 Abstand nahm. Das ist für mich der logische Zug, der hier auf der offenen Diagonale aufgestellt wird. Die Stellung ist ausgeglichen hier. Na? Kann hier vieles machen, ne? Mit der Idee A5, mit der Idee E4. Schwarz steht aber auch völlig okay, ne? Harmonisch, Turm FD8 zum Beispiel. Und hat alle Figuren vernünftig im Spiel. Stattdessen spielte Weiß hier Läufer D2. Greift den Bauern B4 an. Der ist allerdings gedeckt. Deswegen bin ich mir nicht sicher, warum er Läufer D2 gemacht hat. Es geht hier weiter mit A5. Schwarz verhindert Springer A5 und deckt den Bauern B4. Gibt aber das Feld B5 ab und da geht direkt der weiße Springer rein. Springer B5. Dame A8. So, jetzt wird es konkret hier. Dame A8 greift hier den G2 an und Weiß war hier so ein bisschen oder konzentrierte sich hier etwas zu sehr auf seine eigenen Möglichkeiten. Ne? Es gibt halt hier eine Gabel, die wirklich sehr verlockend ist für Weiß. Und da konnte er nicht von Abstand nehmen. Also der beste Zug ist hier einfach F3. Einfach hier den Läufer blocken. Ne? Nicht, dass er auf G2 schlagen kann. Die Stellung ist okay für immer noch wahrscheinlich etwas besser für Schwarz. Aus konkreten Gründen hier wegen Läufer D5. Und dann Springer E5 eventuell. Vielleicht hier schlagen, Springer E5 und dann Druck machen. Weiß allerdings spielte nicht F3. Er spielte Springer BD6. Das ist ein Fehler. Greift hier B7 und C8 an. Man muss jetzt hier kein besonders starker Spieler sein, um auf die Idee zu kommen, dass man die Qualität opfern kann. Weil Läufer schlägt G2, sieht schon sehr unangenehm aus, ne? Weil der König, der Weiße, wird hier geöffnet. Ne? Auf den weißen Feldern herrscht Alarm und es droht noch nur Läufer F3 hier. Neben Läufer schlägt G2 gab es noch einen weiteren starken Zug. Turm schlägt C4 ist wahrscheinlich noch stärker und dann auf G2 nehmen. Aber gut.
Das nur als Hinweis, Läufer G2. Es ging hier weiter mit Springer schlägt C8. Das gefällt der Engine auch gar nicht. Es droht Springer schlägt E7 natürlich. Besser wäre hier E4, um den Läufer auf G2 einzuschließen. Hier geht es weiter mit Turm C6 allerdings. Und in dieser komplizierten Stellung gibt der Computer zum Beispiel Springer F7. Ich hatte lange an E5 gerechnet hier. Ich wollte wissen, was nach E5 geschieht. Aber das funktioniert gar nicht wegen Läufer D6. Springer D6 und hier zum Beispiel Turm D6, ED6, Läufer F3. Schwarz kriegt seine Qualität wieder und am Ende mit Dame D5 greift er zwei Bauern an und sollte das Ganze gewinnen hier. Ne? Nach Turm C6 geht übrigens Springer schlicht F7 noch. Dann Läufer H3, Springer G5, Läufer G4, F3, Läufer H5 und Vorteil für Schwarz. Aber in komplizierter Stellung, wenn ich ehrlich bin. Ne? Aber die Figuren stehen alle, der steht schlecht, der hier. Der Springer muss wahrscheinlich gleich zurück nach H3. Aber der weiße König ist sehr geöffnet. Also E4 war so oder so hier der logische Zug, finde ich, um den Läufer zu blocken. Ne? Gut, aber Weiß war hier materialistisch unterwegs. Springer C8, Turm C8. Turm C8 musste geschehen, weil der Läufer mit Schach hängt. Also Turm C8. Jetzt droht Läufer F3 hier. Der logische Zug mit Abstand ist hier E4. Auch hier Weiß zu materialistisch, weil nach Springer schlicht E4 kann er F3 spielen. Es geht weiter mit Springer D2. Springer D2, Läufer H3. Schwarz hat Vorteil. Ne? Er hat hier Läufer und zwei Bauern gegen Turm. Und der König ist geschwächt. Also materiell und strategisch steht Schwarz hier wirklich sehr, sehr zufriedenstellend. Na, besser, objektiv. Man sieht es auch am Balken, ne? Der schwarze Balken, ne, geht nach oben. Gehen wir mal zurück zur Partie. Weiß war, wie gesagt, sehr, sehr materialistisch. Wobei, dann hätte er den G2 auch nicht geben dürfen, ne? Turm E1 hat er gespielt. Lässt aber Läufer F3 zu. Und das ist natürlich super unangenehm hier mit dem Läufer. Dame F1. Und jetzt geht der Angriff, erhält der Angriff hier richtig Schwung. Wie geht's hier weiter? Wie würdet ihr spielen mit Schwarz? Das ist jetzt nicht so schwierig, denke ich. Dame D5. Mit der Idee Dame G5 Schach und Matt. Weiß hat nur einen Zug, E4. Womit der Läufer dieses Feld deckt. Dame H5 ist jetzt hier ein Gewinnzug, aber Schwarz spielt er jetzt für die Galerie. Und zwar Turm schlicht C4. Das war nicht notwendig, aber wird auch von der Engine gutiert. Die Idee ist natürlich ED5, Turm G4 und Dame G2, Turm schlicht G2 und so weiter. Das ist natürlich verloren. Stattdessen B schlicht C4. Jetzt Dame H5. So, Schwarz hat zwei Qualitäten weniger. Aber der weiße Turm hier auf A1 spielt gar nicht mit. Und es droht hier Dame G6 oder Dame G4, gefolgt von Matt. Weiß hat auch hier nur einen Zug und der lautet Läufer F4, um den Läufer auf G3 dazwischen zu stellen. So, hier wird es jetzt langsam nebenlösig. Ruk Cabral spielte hier Springer G4. Starker Zug. Erhöht den Druck am Königsflügel. Läufer E2. Weiß attackiert den Läufer. Es geht weiter mit Springer DE5. Damit decken wir hier den Läufer. Ne? H3 greift den Springer an. Was passiert nach Läufer F3? Springer F3, König G2. Das ist eine schwierige Variante, weil hier gibt es nur einen Gewinnzug. Und ja, es wäre interessant zu wissen, ob Ruk Cabral in der Partie den Zug gefunden hätte. Der Gewinnzug lautet hier G5, womit wir hier
den Läufer angreifen. Wir werden gleich sehen, warum das wichtig ist, dieses Tempo zu gewinnen. Läufer G3 und jetzt erst nehmen wir auf H2. Dame H1 und jetzt ist es wichtig, dass der Bauer hier schon steht, weil dann können wir ihn einen weiter vorschieben und jetzt droht Dame H3 matt. Und deswegen war G5 sehr wichtig, bevor wir auf H2 nehmen. Weiß spielt er in der Partie allerdings H3. Greift den Springer an, droht aber nichts, weil Dame H1 matt wäre. So, jetzt kommt die letzte verbliebene Figur in den Angriff. Läufer C5. Alle Figuren greifen an, ne? Es droht Schlagen auf F2 hier. Kann man eigentlich auch gar nicht groß verhindern. Es ging hier weiter mit Läufer G3. Damit deckt er hier den F2. Aber jetzt kommt ein fantastischer Zug. Könnt ihr das finden? Es gibt hier einen ganz... Ja, das ist mit Abstand der beste Zug auch. Und zwar Springer schlägt F2. Es ist nicht der einzige Gewinnzug, aber das ist der beste Zug. Läufer schlägt F3, gewinnt wegen Springer schlägt F3 Schach, König G2 und hier am einfachsten, also Dame schlägt H3, kommt König F3, deswegen Springer E1 gewinnt hier, aber Springer G5 ist am einfachsten. Läufer F2, Dame H3, König G1, Springer F3. Mate. Schachmatt ist hier die Hauptvariante. In der Partie geschah Läufer F2. Und jetzt gewinnen wir hier relativ einfach. Naja, relativ einfach weiß ich nicht. Hier gibt es ein forciertes Matt in 6 Zügen. Mal gucken, ob ihr das bis zum Ende durchrechnen könnt. Dame G5 Schach. Läufer G3 geht nicht. König F4, König H2 ist der einzige. Dame F4 Schach. König G1 verliert sofort wegen Dame G3 Schach. Dame G2, Dame G2. Mate. Läufer G3. So, das ist die Stellung, wo es jetzt ein vierzügiges Matt gibt. Und zwar nehmen löse ich. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Matt zu erzwingen. Versuch das mal zu finden. Schöner Abschluss der gesamten Kombination. Ruud Cabral setzte fort mit Läufer G1. Schach. König G1, Dame G3 ist klar. Also Dame G1. Und jetzt Springer G4. Hier gab Weiß auf, weil nach H schlägt G4, Dame H6, Schach, Läufer H4, Dame H4, Schachmatt ist. Wunderschön, ne? Schwarz hat fast alles geopfert und setzt den Gegner matt. Wir gehen mal kurz zurück hier an der Stelle nach Läufer G3. Schwarz kann auch zuerst Springer G4 Schach spielen. Der König kann nicht ziehen. Weiß muss nehmen auf G4. Und jetzt hier zuerst Läufer G1 Schach, ganz wichtig. Weil Dame H6 kommt, Dame H3. Das ist Quatsch. Ich muss zuerst Läufer G1 Schach spielen. Schöne Ablenkung oder Hinlenkung der Dame. König G1, Dame G3 ist matt. Also Dame G1, Dame H4, H6, Läufer H4, Dame Mate. H4. Das gleiche Matt, ne? Wie in der Partie. Wirklich eine sehr, sehr schöne Partie, ne? Also die Kombination ist sehr schön. Ist natürlich so, dass hier Weiß kein besonders starker Spieler war. Aber Ruud Cabral war jetzt auch irgendwie kein Großmeister. Wahrscheinlich auf Meisterniveau, vermute ich mal. Und die Kombination ist wirklich sehr sehenswert. Ne? Wie Schwarz die Ungenauigkeiten von Weiß, der zu materialistisch gespielt hat, ne? Der seinen Königsflügel nicht gedeckt hat, ne? G2 missachtet und dann sehenswert untergegangen. Im Übrigen, immer wieder kommt es vor, ihr könnt die Partie auch nachspielen. Ich habe immer einen Nachspiel-Link in der Videobeschreibung. Den nutzen ehrlich gesagt recht wenige Leute. Früher wurde das immer wieder nachgefragt, ob man die Partie mal nachspielen kann. Aber ich muss gestehen, den Link nutzen sehr wenig Leute. Deswegen weise ich nochmal darauf hin, wenn ihr die Partie nachspielen wollt, ich gehe nicht die Züge nochmal durch im Video, klickt einfach auf den Link, spielt die Partie online nach, dann schärft das sowieso auch nochmal euer Gefühl für die Partie. Vielen Dank fürs Zuschauen und checkt auch mal die anderen Kanäle ab, The Big Rig Highlights und The Big Rig Shorts. Und nochmal der Hinweis, sendet mir gerne Hinweise für Partien, die ich auf diesem Kanal noch nicht analysiert habe. Macht's gut.